Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt machen. Wir spielen zusammen mit Jin. Mit Ginger Ale und mal gucken, wie das auf der Botlane so läuft. Wer ist denn das? Okay, kenne ich nie. Warum müssen eigentlich immer neue Gems kommen? Finde ich doof. Find ich nicht schön. Jetzt sehe ich zum Beispiel gar nicht, wie ich spielen muss. Ich gebe dir gleich mal nicht sterben. Hä? Achso, ja. Macht Sinn, ne? Ja. Ja, danke, das weiß ich. Schön, dass du mir das nochmal gesagt hast. So, den Rest schaffst du ja selber. Oh, das ist so gefährlich, da lang zu laufen. Aber der hat Eier aus Stahl, das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn nicht. Aha, okay, das kann die. Aha. Bis jetzt hatte ich irgendwas von Soraka. Soraka und ein bisschen Sona. Das ist eigentlich so traurig, dass ich als erstes abhaue. Macht aber gut Damage, ne? Mit dem Scheiß. Du wirst wahrhaftige Schönheit. Ich trau mich nicht reinzugehen, denn ich hab Angst. Alter. Ich bin Supporter. Was wollen die eigentlich von mir? Ey, ich trau mich halt absolut nie reinzugehen, ne? Der Damage ist mir einfach zu hardcore. Oh ne, hau ab! Hau ab! Oh, Alter. Das würde ich jetzt hier nicht machen, was der hier vorhat. Geh doch einfach weg, scheiß drauf. Kriegen die halt zwei Towerplatten oder so. Okay, krass, ich brauche definitiv ganz schnell, ja. Hier. Also, ich finde, die alte macht mehr Damage als MF. Problem ist, ich habe jetzt keine Dings, ne? Ich kann mich jetzt nicht heilen, aber gut, egal. Wenn ich wüsste, was die Sarafina war, was die so alles kann, so, ne? Was ist das hier eigentlich? Ah, okay. Sehr, sehr schön. Oh, lass mir doch den Dicken. Meine Leidenschaft zwingt mich dazu. Also irgendwas, ich bin gespannt, was die für eine Dings hat, was die für eine Uldi hat. Irgendwas kann die ja, ne? Die Uldi.
Wenn die so schon böse Damage macht, ne, will ich gar nicht wissen. Ich habe vor allen Dingen auch vergessen, hey, habe ich eine Ignite drauf gemacht auf die Alter? Ich habe das gar nicht, ich dachte, ich hätte, na gut. Also wenn ich immer auf den Stun von Jhin warte, wenn der ready ist, ist es eigentlich gar nicht mal so bad, dann reinzugehen, ne? Dann läuft... Okay, das heilt, ne? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay, okay, okay. Oh nee, Mutti! Ah, fuck! Egal. okay. Wir haben zuerst den Kill bekommen. Macht zwar keinen Unterschied, aber das ist egal. Wäre voll geil, wenn wir hier... Wenn wir den bekommen könnten, den Gutsen, ne? Der wäre gar nicht mal. Wie viel gibt er nochmal? Wie viel Prozent gibt er? 4%, glaube ich, ne? Plus, minus, 0. Ne, ich glaube, 4% sind das. Ich werde hier einfach mal Warden. Wollte Warden. Dankeschön. Sehr schön. So, jetzt komme ich wieder zurück auf die Lane. Ja, sag schon, 4%. Das wusste ich doch, Mensch. Ich bin ja nicht blöde. Also nur manchmal, aber nicht immer, ne? Okay, der hat ein bisschen Gold. Ja, gut. Meeresdrache ist natürlich jetzt auch richtig geil. Also es sind jetzt schon mal zwei geile Drachen, ne? Wenn wir den Meeresdrache jetzt auch noch bekommen, dann freue ich mich sehr. Dann dance ich mit den Gänsen. Mehr Damage und Leben, ne? Also schneller Heal. Was will man mehr, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ramos ist gerade unterwegs. Ja, wenn der Ramos jetzt immer den guten Master Schlitz von uns hier ein bisschen aufhält, ist natürlich lucky an. Alter, was für ein Bot-Game jetzt mal. Also hier, auf der Bot. Was für ein Game auf der Bot, ey. Das ist ja übel heavy. Okay, ich gehe mal ganz schnell wieder back. Holen wir schon mal die Schuhe. Holen wir schon mal Heal-Stuff und... Oh nein, warum? Bleib doch nicht auf der Lane. Bleib doch nicht auf der Lane, wenn ich nicht da bin, mein Guter.
Also einen Vorteil haben wir in Teamfights, sobald wir Ramos eigentlich aus dem Spiel haben, ist die Lane definitiv machbarer. Die Lane, das Spiel machbarer. Die Lane, was erzähl ich denn hier? Das Spiel machbarer. Wir müssen es halt nur schaffen, ne? Aber ich denk mal, das kriegen wir hin. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Wir müssen halt, wenn wir Ramos komplett aus dem Spiel nehmen, kann die Q-Party ja, das war klar. Oh, Mutti! Alter! Boah, jetzt ist der Punkt, wo ich abhauen sollte. Ja, der Ramos, der Ramos, aber wie schon gesagt, wenn wir den irgendwie aus dem Spiel rausbringen, dann kriegen wir das hin. So. Oh, was ist jetzt? Komm, holen wir diesmal die Schuhe. So, die wollen jetzt für Dings gehen, für Drake gehen. Was aber voll dumm ist, was die gerade macht. Was macht die? Nice. Okay, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Wow, Mutti. Oh, la, 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 la. Oh, fuck. Okay, okay, das ist sehr schön. Wir haben den Meeresdrache. Es können ruhig noch ein Meeresdrache oder Höllendrache kommen. Oh lol. Oh, das war ein bisschen dumm von mir. Ups. Hey. Verpiss dich. Okay. So, da haben wir mal gezeigt, dass Polen offen ist, ne? Wunderbar, Mensch. Leider können wir keine Panzerplatten mehr holen, aber na gut, ist halt so. Oh fuck, das war so dumm von mir. Oh, das war so dumm. Oh lol. Oh fuck, war das dumm von mir. Gut, das war aber auch dumm von ihm. Ne? Also, keiner hat gesagt, dass er nochmal reingehen soll.
Das war ein bisschen sehr aggressiv, aber ey. So leicht aggressiv. Schreibt er jetzt nur Problem, ne? Weil er so meint, ja, ich bin an allen jetzt gerade schuld, aber der hätte einfach backgehen können, der liebe Jin. Wix-Kribbel. Fängt die an, sich weg zu teleportieren, blöde Arschkuh. Dim, dim. Double Kill! Oh lol, hi! Piss dich! Gut, dann werde ich mal ganz kurz nochmal weggehen. Tschüssi! Wunderbar! Ist egal, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir müssen einfach Ramos, müssen wir einfach rausrammen. Könnte man sich natürlich auch holen, was nicht schlecht ist. Was bedeutet eigentlich der Stern? Stern über Bethlehem. Oh fuck, warte mal. Das wäre reichen doch. Stern über Bethlehem. Zeig uns den Weg. Ja, ich komme. Ja, muss er den Job machen, ne? Habe ich bis jetzt zweimal, obwohl es wäre voll sinnvoll, wenn er erstmal die Wayne killt. Das ist mir nämlich absolut Wayne. Haha. Unser Wolkenkrache. Das ist unser Wolkenkrache hier ho. Das ist unser Wolkenkrache hier ho. Hier ho, hier ho, hier ho, hier ho. Hier ho. Ja, zwei Minions ist ein bisschen wenig, ne? Joho! Scheiße, ja, wir hätten einfach weggehen sollen, aber manchmal will man halt reinlutzen, ne? Manchmal ist der Moment zum Reinlutzen da. ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz hier ho? So, jetzt schreiben die sich untereinander, ja, easy game, das können wir noch machen, deshalb werden die jetzt auch nicht aufgeben. Wieso kriegen wir jetzt eigentlich, ich will kein, also, ne? Wäre schön, wenn man irgendwie so
noch was anderes bekommen könnten. Obwohl, der Wolkenrache wurde ja auch geändert, ne? Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Liebe Wayne, Wayne, Wayne. Liebe Wayne. Hä, no go. Hä, no go. Okay, das ist ein no go, okay. Hallo Ramus, wie geht's dir, du kleine Kokosnuss? Ramus, wie geht's dir, du kleiner Spinner? So, die Rahmsoße ist, Alter, das kann doch nicht wahr sein, dass die immer hier... Aber echt immer, ne? Das war aber gut, ich hab's hinbekommen, dass, ich muss eigentlich nur aus den Teamfights Ramus die ganze Zeit raushalten. Und dann easy win. Und das habe ich gerade hinbekommen, auch wenn ihr das gerade jetzt ein bisschen irgendwie machen. Ah, doch, okay. Ramus, ja. Das ist halt auch eine kleine Kokosnuss. Komme ich eigentlich auf Ramus Kokosnuss? Das reimt sich halt noch nicht mal. Das ist viel wichtiger hier. Sehr schön. Double, double kill. Ich gehe ja schon. Blöde Arschkuh. Piu, was ist der nächste Trick? Der Ahnendrache ist schon bereit. Okay, krass, der Ahnendrache. Alter, Mädels. Ich tanze auf deinem. Oh, das sollst du nie machen. Das hättest du nie machen sollen.
Ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Das Problem ist, der Ramus, er rammt uns ganz schön was rein, ne? Also. Wenn der uns was reinrammt, ist Polen offen. Alter, die zwei. Das ist ein Scheiß-Kombo. Problem ist, Garen ist halt fast nie dabei, ne? Jetzt kriegen die Botlane, was sehr schlecht ist. Der Dings kann nichts mehr machen, also der Master Schlitz ist eigentlich jetzt nur noch, da, um, die Carries rauszunehmen, obwohl die Carries ja auch an vorderster Front stehen, also. Als ob die das schaffen. Oh, schaffen die. Ja, gut, ne? Krass. Okay, ja. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Jeder Teamfight kann jetzt schon wieder entscheiden. Wir brauchen den Ahndrache. Wir brauchen unbedingt den Ahndrache. Also wir müssen eigentlich den perfekten Teamfight machen. Alter, warum? Jetzt verstehe ich warum. Das Vieh will einfach nicht sterben. Das ist scheiße. Das hätten wir vor allem echt mit Jin schaffen können, ne? Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Wir hätten das mit Jin schaffen können. Alter, Jin macht übel good damage. Also. Ich habe so eine Angst, wenn kleiner Andra, wenn wir den hier bekommen, ne? Dann ist Polen offen. Komm, komm, geh! Geh drauf! Versucht es doch! Oh, Alter, die Alte muss weg! Das kann nicht wahr sein, Alter! Kill die! Jawohl, gut, okay. Wenn die Alte weg ist, können wir wirklich noch was machen, aber die muss weg. Scheiße, Alter, der Ahndrache. Oh oh, ich sehe es kommen, dass wir den Ahndrachen nicht bekommen werden. Scheiße, 14 Sekunden, ey. Fuck.
Jawohl, nice. Kill doch, Mann! Scheiß doch auf Ramos, Alter. Oh, fuck. Problem ist, die gewinnen... Oh, fuck, die kriegen den Antrag, Alter. Genau das, was nicht passieren darf, ey. Mutti. Okay, sie kommt halt jetzt auch richtig schnell wieder back ins Game, ne? Das ist richtig beschissen. Aber wenn die Alte richtig jetzt wieder zurück ins Game kommt, haben wir eh verloren. Also wenn Swain jetzt, ne? Das wird nie lustig, wenn die richtig dabei ist. Die werden Baron holen jetzt. Die werden definitiv jetzt Baron holen. Die werden jetzt gleich einen Free Baron haben. Ah, das... Mann! Ja, GG, ne? Oh, das hätte... Oh, fuck, Alter. Oh, Mann! Ja, war aber trotzdem irgendwie ein cooles Game, ne? Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns definitiv da. Die verkürzt euch im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!